Ab Donnerstag kommt es in Hoyerswerda zu erheblichen Verkehrseinschränkungen. Die Spremberger Chaussee bekommt eine neue Asphaltdecke und ist daher auf dem Abschnitt Stauffenbergstraße bis zur Elsterstraße halbseitig gesperrt. In Richtung Altstadt bleibt die B97 befahrbar. Eine sensorgestützte Ampel soll die Staugefahr entschärfen und für einen möglichst flüssigen Verkehr sorgen. Aufgrund des Ausbaus in den Kreuzungsbereichen ist auch die Stauffenbergstraße nur in Richtung Neustadt befahrbar und die Einfahrt in die Bautzner Allee komplett gesperrt. Die Arbeiten sollen bis zum 30. November gehen. Im Anschluss erfolgt allerdings bis voraussichtlich Mitte Dezember der Ausbau der Spremberger Chaussee bis zum Cottbusser Tor.